natürlich schon wieder dieses Solo, das ist unwiderstehlich mit seinen kleinen Schritten. Mit dem Bild für den Besser passieren, das ist fantastisch. Da traut sich keiner richtig ranzugehen. Ja, du kommst auch nicht hin. Egal, wo du, er ist mit seinen kleinen Schritten, er ist immer ganz nah am Ball. Also wenn du da versuchst, ihn zu attackieren, ist faul. Mhm. Ausgangspunkt eigentlich in diesem Fall für das 1:0 war auch sortiert. Ja, machen Sie einen Fehler im Aufbau, ist klar, dass man da ungeordnet ist und Messi will ihn wirklich rechts unten im Kiel hauen. Er will ihn wirklich und der Torwart hat gut reagiert, aber der Ball sollte da hin. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, nachher sieht man hoffentlich Obasi auch, dass er planlos ist. Nämlich von Gabriel Heinze gemacht. Der eigentlich im Strafraum überhaupt nichts verloren hatte, ja. So hat es den Anschein gehabt, draußen gelauert hat und die drei Kopfballstattenspieler haben einfach nur den Nigerianer geblockt, weil sie wussten, der Ball kommt auf Heinze. Das heißt, das ist natürlich das muss man trainieren. Das ist eine Variante, die so gedacht war. Und deswegen glaube ich, fügt er auch so aus, weil er gesagt hat, ich habe es euch ja vorher gesagt. Also er hat, so komisch das klingt, er hat einen Plan in der Tasche. Gabriel Heinze, außergewöhnlicher Abwehrspieler seit 4. Minute. Da sieht man auch, wo der Schwachpunkt bei Argentinien liegt, ja? Mhm. Nummer 17. Den Namen vergesse ich immer. Das ist der, was haben wir gesagt? Der Jonas. Der Jonas. Wir nennen ihn nur noch Jonas. Also Jonas hat mehrere Male, ist er einfach falsch gestanden. Und Obasi hat es nicht verstanden, das auszunutzen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit für Nigeria, über diese Seite des Spiels noch zu drehen. Variante zweite Hälfte vielleicht. Wir schauen dann. Das sieht auch einstudiert aus. Aber ich kenne das nicht, dass eine Mauer den Schützen aus dem Auge lässt. Ja, das ist natürlich ein Anfängerfehler von Nigeria. Die schauen alle Richtung Ball, keiner schaut nach Messi. Nach Messi muss man immer schauen. Selbst in der Pause jetzt muss ich nach Messi schauen. Ja, und der versucht wieder einen Kunstschuss draus zu machen. Ja, und der wäre genau oben reingegangen. Der Torwart hält natürlich sehr, sehr gut. Bester Nigerianer, der Torhüter.